Hi! Hi, grüß dich! Alles gut? Alles gut. Na, prima. Ich habe auf ein Foto geguckt und sage, ist das mein roten Haar? Wir haben uns schon nicht gesehen. Hi Jenny, hi. Hallo. Du sollst auch was tun? Du bist aber doch ein Mann. Hi. Ja, grüß dich. Hi. Ja. Grüß dich. Geht's gut? Ja. Hallo, ich bin hier der Zwede. Ich könnte ja immer durchweg meiner machen. Und sonst? Hallo. Alles gut bei dir? Ja. Was soll man gibt denn was? Ja, du musst doch am Strand laufen. Ihr nehmt euch einfach weg. Ihr habt euch natürlich ein Hammerwetter ausgesehen. Oh, ausgerechnet, schon gesehen. Ja. Ja, ich habe mal geguckt. Ja, meine Mutter hat schon mal kontrolliert, ob alles gut ist. Alles sehr super. Auch nicht schlecht. Müsste man so noch eine Strohhalm machen, das ist noch schöner. Ja, wir freuen uns, dass ihr uns besucht habt. Ja, dass, ja, ihr, dass ihr uns gefunden habt, vor allen Dingen. Ne? Ja, bei der Wärme noch hergefunden habt. Ja. Wir freuen uns auch sehr. Salut. Prost. Sehr wertvoll, ob es an mir halten. Prost. Gläschen auf jeden Fall, weil das ist gut für den Kreislauf. Muss gar nicht so zugucken, gell? Ja. Komm in mein Dekolleté. Ja, Jenny, wir freuen uns jetzt erstmal hier zu sein. Ja, ich freue mich auch riesig. Ja, und ihr seid jetzt das dritte Jahr hier oder vielmehr im dritten Jahr. Erzähl mal, was waren so eure Höhen und Tiefen? Gut, also wir haben in diesen drei Jahren, glaube ich, Höhen und Tiefen erlebt, die man manchmal vielleicht in 10 Jahren nicht erlebt. Also es war natürlich am Anfang sehr, sehr schwierig, erstmal überhaupt hier Fuß zu fassen. Es gibt natürlich leider auch hier viele Leider. Ist klar, wir sind hierher gekommen mit dem Fernsehteam, haben den Laden neu aufgemacht und auf einmal lief das gleich, ne, durch die Sendung. Gibt es natürlich auch viele, die gesagt haben, ja, die halt schon 8 Jahre oder was, wie lange hier sind, die halt immer kämpfen müssen. Wir mussten natürlich auch kämpfen, ne, dass das alles so weitergeht, aber die uns das halt auch nicht so gegönnt haben. Und wie geht ihr mit den Neidern um? Ja gut, was willst du da großartig machen? Ne? Wir versuchen natürlich, wir sind jetzt auch keine bösen Menschen, die sagen, ja, wir machen hier unser Ding oder was weiß ich hier alles. Wir haben auch vielen Menschen versucht zu helfen, dann, ne, wo wir gemerkt haben, gut, ne, da ist so ein bisschen, viele sind halt so auf uns drauf zugekommen, weil die gedacht haben, sie ist natürlich Millionäre geworden durch Fernsehen. Okay. Haben leider auch den Fehler gemacht und haben auch mal Geld verdient und so eine Sachen, was natürlich auch nicht so toll ist. Okay, aber jetzt Positives. Positiv, was waren eure Höhen? Ja, natürlich durch diese Sendung. Es ist wahnsinnig, wie viele Menschen uns hier aufsuchen, nur durch diese TV-Sendung. Wir können sagen, dass es eigentlich fast 100% sind. Fast 100% der Urlaube, die herkommen, kommen aufgrund der Sendung zu uns. Und das ist echt heftig. Also finde ich total wahnsinnig. Und letztes Jahr habe ich ja meine Schäfenkollektion angefangen zu designen. Das ist ja einfach nur mal so eine fixe Idee, einfach nur mal so was gekrakelt, sage ich mal. Hat auf ein T-Shirt gebracht. Und da dachte ich, gut, vielleicht für irgendwelche auch Schäfenfreunde, die das mögen, dass sie da vielleicht dann auch mal so ein Shirt ergattern können. Und auf einmal wollten alle Leute nur noch Schäfenshirts haben. Aber auch für Kinder, ne? Auch mittlerweile. Kinder mittlerweile jetzt, ne? Ja. Wir haben ja dann festgestellt, dass wir da irgendwas verändern müssen. Ja. Wir waren ständig ausverkauft. Die Leute sind fast wahnsinnig geworden. Und dann haben wir halt dieses Jahr mal vieles umgestellt. Einmal den Laden neu renoviert, braucht ein bisschen mehr Frische drin. Dann haben wir für Kinder, für Herren, Damenkollektion auch erweitert, ne, und haben da ein bisschen was, also ich denke mal so 75-80% ist jetzt Jenny Deluxe im Laden. Und jetzt gucken wir in die Zukunft. Was wünschst du dir für die Zukunft? Wie soll die aussehen? Also wir haben ja schon so ein bisschen an den Zukunftsplänen gearbeitet, also ich zumindest. Und zwar wir haben eine Stickerei in Freital, das ist bei Dresden, der bestickt uns unsere Shirts. Mhm. Also wirklich super Qualität, kommt alles aus Deutschland. Und ich möchte jetzt eigentlich versuchen, so ein bisschen von diesem Fan-Shirt wegzukommen. Um die vielleicht auch so ein bisschen als Designerin zu üben. Also jetzt auch ein bisschen, wir haben jetzt neue Polos kreiert, wo quasi das Schaf jetzt nicht mehr direkt drauf ist, sondern wir haben jetzt so kleine Weblabels, die kommen jetzt demnächst, wo quasi das Schäfchen mit Jenny Deluxe drauf ist, dass man halt sieht, dass das die Marke ist. Mhm. Und dann vielleicht auch so mehr in so die
Blusenrichtung, dann vielleicht irgendwas mit Schleifchen oder so, ein paar Kleidchen und so, mal schauen. Du kannst dich ausprobieren auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir mal. Und jetzt nochmal zu eurem Privatleben, wie gestaltet sich das? Ihr seid hier praktisch, nicht rund um die Uhr, aber wirklich von morgens um 10, glaube ich, bis abends um 10 im Laden. Ihr habt einen kleinen Sohn, wie regelt ihr das? Und wir haben auch dieses Jahr, also ich meine, in den 3 Jahren probierst du dich auch immer aus. Ne? Wenn das ein Jahr merkst, okay, das war ganz schön stressig, probierst du das besser zu machen, besser zu lösen. Und dieses Jahr wechseln wir uns auch mehr ab. Mhm. Also vormittags sind wir meistens, sage ich mal, zu zweit im Laden. Und nachmittags ist dann nur noch einer. Oder wir tauschen dann nochmal. Einer holt Leon ab, einer ist im Geschäft, einer kümmert sich dann so. In der Mittagspause mehr dann zusammen. Also, dass wir das so ein bisschen besser organisieren können. Also, ihr seid mittlerweile ein richtig gut eingespieltes Team. Ja, das muss auch passen. Also, wir haben eigentlich von Anfang an ineinander gegriffen. Jeder hat irgendwie so seinen Aufgabenbereich. Er macht viel mit Facebook, ist ja ganz wichtig, Internetkram. Ich mache hier Steuer, Gestoria, Banken und alles. Ne? Das ist so mein Part. Und da sind wir eigentlich ganz gut beieinander. Prima, hört sich alles super an. Wir wünschen euch alles Gute, privat wie geschäftlich. Und wir sind mit unseren Models hier, machen jetzt noch ein paar Fotos. Genau, das freut mich. Und feiern noch ein bisschen, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Vielen Dank an unsere lieben Facebook-Freunde, die uns immer ganz treu bleiben und für die ganzen Kommentare und Likes, die wir immer bekommen. Und natürlich an unseren lieben Urlaubern, die uns immer aufsuchen, extra auch die Fahrt von Bagheera, Palma immer zu uns nehmen. Danke, danke, danke. Wir wollen noch ganz lange hier bleiben und wollen euch noch ganz viele schöne Shorts verkaufen. Wo soll ich meine Hand hinmachen? Ich habe Angst, dass ich dein Tätchen hier zerdrück. Ah! Was ist der Tätchen? Warte, so. Mach mal deine Brust vor. So. Warte mal, ich komme mal ganz kurz. Sag dann, wenn du abdrückst, ne? Drückt die andere Seite schon. Ach so. Ich habe Ich guck ganz woanders hin. Ein Stück zur Seite, bitte. Rechts, links. Achtung, du bist arg weit weg von mir. Klick. Du hast ja überrascht, du bist das Ja. Södele. Klick. 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 Wir laufen weg. Aufgemacht. Wir schwitzen uns weg. Ja, also schön, dass er alle da war, dass er den Weg auf euch genommen hat. Ich mich riesig gefreut. Uns sehr, auch. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben uns auch gefreut. Immer wieder gerne. Tom. Scheiße. Schleimbombe. Rauchbegleiter. Dusch. Macht's gut. Ciao. Viel Spaß noch draußen. Macht hier Blödsinn hier. Was passiert? Macht's gut. Ciao.